Moin Leute, Time ist hier. Wir zocken zum allerersten Mal Only Up. Die ganzen Kollegen sind da schon ordentlich am Zocken. Ist ein Game, wo man ultra wegragen soll. Aber es ist zum Glück nicht so unglaublich hässlich wie Alt F4. Alt F4 habe ich ja wirklich unfassbar gehasst. Hier musst du einfach nach oben laufen. Kann man das mit Controller spielen? Genau, ich will es ohne Spoiler spielen. Man kann immer so klettern, ne? Kann ich jetzt auch einfach erstmal in den Mechanics rein? Komm ich jetzt zurück? Okay, der springt ja richtig beschissen. Aber ich kann hier hoch. Kann ich auch hier hoch? Okay, geil. Klettermechanik ist stark. Kann ich aus dem Sprung klettern? Kann ich jetzt zum Beispiel hier hochklettern? Ah, okay, das geht auch. Das heißt, wenn du fällst, kannst du einfach Leertaste spammen. Ach, der klettert auch automatisch, wenn ich hier runterfalle? Ne, diesmal nicht, okay. Erstmal reinkommen und dann wird es auch was werden hier. Okay, die Steuerung ist ja wirklich Arschritze aus der Hölle, ne? Kann ich hier hochklettern? Geil. Das ist doch krass. Boah, die Hochkletteranimation ist echt langsam. Das nervt. Leiter kann man nicht laufen, nur Treppen. Das Game sieht so eine Milliarde mal besser aus als fucking Drecks Alt F4. Ich habe es bei Chef Strube bisschen im Stream gesehen. Das wird auf jeden Fall noch schwerer, ne? Hier ist ja echt. Das ist ja ein richtiger Fußweg hier. Aber guck mal, wie hoch ich schon bin. Mit Musik? Coole Musik. Ah, hier gibt es verschiedene Wege. Mit den Betten kann man immer. Das ist ja hier scheiße. Hier runterfallen wäre ja schon Stress. Das sieht doch gar nicht verkehrt aus, oder? Wir sind ja noch keinmal runtergefallen. Ja, wenn ich hier rüber schaffe, wäre krass. Kann man den Sprung schaffen? Oder ich versuche da hinzukommen? Alle schreiben, ja, locker, ich glaube euch nicht. Ich sag, das schaffe ich nicht. Ich probiere es einmal. Oh! Ey! Okay. Ah! Oh, oh, oh! Okay, der kann auch so gegenspringen. Das kann auch ganz gefährlich werden. Das ist ja nervig, dass man nicht weiß, wo der Weg... Also bisher weiß ich noch nicht, warum das Spiel aggressiv machen soll. Erster Eindruck nach 10 Minuten macht Spaß. Es ist... nicht zu schwer, nicht zu einfach, ist genau richtig herausfordernd. Noch finde ich die Mechanics in Ordnung. Es sieht toll aus. Es ist jetzt schon 500 Milliarden mal geiler als das Drecks Alt F4 Game. Du bist bei 1%? Ja, ich bin schon bei 1%. Das ist übertrieben stabil. Zählt das schon als Speedrun, was ich hier mache? Das ist unglaublich präzise. So, hier ist jetzt mal so ein Bett. Da springe ich jetzt mal vorsichtig raus. Das kann einen boosten. Oh, 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 oh. Wenn man mehrmals aufs Bett springt, wird man dann höher. Wenn ich jetzt nochmal aufs Bett lande. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Warum ist mein Game so dunkel? Ich sehe nichts. Das ist das... Okay, Minuspunkt. Man kann die Helligkeit nicht verstehen. Ich sehe gar... Ich sehe es nicht. Ich sehe halt den Untergrund hier nicht. Ich kann es nicht sehen, ne? Ich sehe nicht, wo ich hier raufhüpfe. Ist einfach alles schwarz. Ah, hier sind fliegende Koffer. Guck mal, jetzt habe ich es gefunden. Okay, jetzt ist hier so mit Sprüngen. Aber guck mal, er hat einen guten Magnet. Der fällt einfach nicht runter. Seht ihr das? Du musst einfach etwas frontal anspringen. Und der klettert sich dann hoch. Guck mal, das macht er doch klasse. Zack, und wieder. Oh, ist das sicher? Oh Mann, ich will jetzt deswegen nicht sterben. Runtergegangen. Ich vertraue dem nicht. Kann man hier zwischen den Gleisen durchfallen? Nee, ne? Nee. Easy. Wenn ich jetzt hier durch die Gleise durchbagge, raste ich halt auch aus. Das ist halt ganz normal. Ah. Den Sprung schaffe ich nicht. Ich glaube, ich muss den Waggon nehmen. Kann ich vom Waggon aus abspringen? Aber hier gute Physics in dem Spiel auch. Das ist kein Rubberband und sowas. Das Fahren funktioniert. Ach so, clean! Ich dachte, ich muss abspringen. Aber der fährt doch jetzt nicht den Berg hoch, oder? Das macht ja gar keinen Sinn. Fährt er jetzt den Berg hoch einfach? Ah, okay. Von hier aus gehe ich zu Fuß weiter. Oder muss ich nochmal springen? Ich muss safe nochmal springen. Ich nehme nochmal das Gerät. Ich habe Angst, runterzufallen. Ich muss halt... Ich werde halt irgendwann runterfallen. Ich werde Fehler machen. Ich werde Fehler machen. Muss ich die Schienen stellen? Noch nicht. Kann der hier selber rüberspringen oder muss ich helfen irgendwie?
Okay. Bisher ist der chill, ich muss ja gar nichts machen, kann ich auch AFK gehen. Verarscht ihr mich gerade? Ich verstehe jetzt nicht. Boah, wenn ich jetzt aber hier runterfalle, ist ja natürlich Bruch. Gibt es Safe Points? Nee, ne? Gar keine Safe Points. Okay, das heißt, wenn man runterfällt, muss ich mich irgendwie sichern, ne? Ah, da ist der Elefant. Oh, man kann sprinten. Oh mein Gott. Oh! Einmal in den Chat geguckt und direkt wollte er... Der Sprint ist ja essentiell. Muss man später auch sprinten und springen zusammen machen, bestimmt, oder? Oh! Okay, der kann kein Curve Jump. Der Jump war nicht curved. Andere Physics als Fortnite. Also ich bin echt scheiße mit Maus und Tastatur, aber das Spiel ist total machbar. Bisher. Und bei dem Spiel hat gestern Chef Strobel 4 Stunden lang bei Eli gesaugt. On Stream. Oder wie war das? Guck mal, wenn man runterfällt, dann greift er noch zu, man fällt nicht runter. Übertrieben gesaugt. Als Chef das gespielt hat, hat ein Amerikaner ihm im Chat alles vorgesagt. Ja, gibt natürlich andere Ansätze, ne? Jetzt, es gibt bestimmt überall geheime Betten, die versteckt sind, die du nehmen kannst. Und dann bist du instant oben. Bestimmt kann man das Game in 20 Minuten durchspielen. Da kannst du mit den Tipps spielen oder ohne. Kann ich über die Schienen gehen? Halten die mich? Da weiß er ja noch nicht, wie die Physics sind, ne? Oh, ja, die sind scheiße. Die Physics sind scheiße. Die Physics sind da scheiße. Die haben eigentlich... Hält mich das? Oh, ja. Oh. Ich bin ein bisschen runtergefallen. Kleines wenig. Kann man sauer werden? Muss man aber auch nicht. Ich bin nur besser geworden. Gut gerettet. Ich weiß jetzt direkt immer, wo ich hin muss. Guck dir das mal an, wie ich hier am Rumstratzen bin. Hier ist hier die Subway Surfer Action. Hier weiter sprinten. Ich muss dann, glaube ich, die... Oh, okay. Okay, der hat nicht gegriffen. Ich habe Leertaste gespammt, der hat nicht gegriffen. Jetzt kriege ich Angst. Ich habe gegriffen. Ich habe Leertaste gedrückt, der hat nicht die Ecke sich genommen. Okay. Da wäre ich fast abgerutscht. Er kann keine Curve Jumps. Das wird, jetzt schon, klippt das. Ich werde hundertprozentig sterben, weil er absolut keinen Curve Jump kann. Wow, er ist einfach runtergerutscht. Okay, auf... Oh, schon wieder. Hier ist was. Guck mal, ich kann nicht geradeaus. Seht ihr das? Hier ist ein Bug. Seht ihr das? Ich kann nicht nach rechts, ich kann nicht geradeaus. Fast von einem Bug gestorben. Seht ihr das? Ah, es ist falscher Weg, deswegen ist es da verbuggt. Aber deswegen runterfallen wäre ja auch Bruch. Kann man hier auch speichern und irgendwann anderen mal weiterspielen und muss man immer wieder von Null anfangen. Nach meinen Berechnungen zufolge könnte ich jetzt auch einfach hier rüberspringen. Unglaublich gute Berechnungen. Ist das der richtige Weg? Das frage ich nur. Ich laufe ihn trotzdem weiter, auch wenn es der falsche ist. Dieser Ansaugmodus, wenn man Leertaste spammt und er sich überall hochkraxelt, der ist so OP. Man kommt hier nur mit der Leertaste nach oben. Ja? Ah, überlebt. Guck mal. Hier sind wir wieder. Guck mal, fast nichts nach unten gefallen. Das Wichtigste ist nicht das Hochkommen, sondern dass, wenn du runterfällst... Ui! Dass, wenn du runterfällst, dass du deinen Sturz sofort irgendwie versuchst, so kurz wie es geht nur zu fallen. Weil sonst, stell dir vor, ich wäre jetzt ganz unten. Den Sprung kann ich. Den Sprung kann ich. Und zwar richtig gut. Ah, guck mal, ich bin einfach ganz weit daneben gesprungen, hab einen leicht angecurved, inverted den Jump, Leertaste gespammt und hab's dann... Bis hierhin geschafft. Das sind halt die handelsüblichen Gamer-Mechanics. Das ist halt... Das kennt man schon aus vielen anderen Games einfach, ne? Aber selbst wenn ich hier den falschen Weg gehe, meine Mechanics werden besser und besser. Da gibt er wieder von automatisch runter. Das ist immer noch der richtige Weg, oder? Ich komme immer noch höher. Solange ich nach oben komme, bin ich ja wohl richtig. Ich sag euch die Passage, die ich bei Chef Strobel gesehen habe, okay? War ich nicht eben an dem Haus? Ach nee, hier ist die Baustelle. Okay, dann hier war ich ja noch gar nicht. Dann hüpfe ich da einfach rüber. Weil von da aus... Doch, dahinter geht's hoch. Ach du Scheiße, das Pferd. Wenn mich das jetzt auf einmal zusammenbricht und mich in den Tod fährt, raste ich aus, ne? Das ist ja ganz klar. Das liegt ja nicht an mir, weil ich schlecht im Spiel bin, sondern einfach, weil es dämlich und dumm ist. Dafür vernehme ich keine Verantwortung.
Oh, ich hab doch eben schon so übertrieben gestruggelt, an diesem Ding hier hochzuklettern. Okay, aber der ist nicht verbuggt. Sehr gut. Oh mein Gott, wie weit springt der? Chill doch. Gehe ich hier hoch? Nee, das sieht hier irgendwie unsicher aus. Ich gehe lieber da hinten lang, oder? Nein. Nein! Dann soll man da nicht hinspringen dürfen. Dann soll man da nicht hinspringen dürfen. Wirklich, das ist ja nur dumm. Da fällt doch jeder drauf rein. Was für eine Scheiße. Wer hat das Game programmiert? Der kriegt Ärger. Scheiße. Und jetzt? Ich komme nicht mehr zurück. Von hier zum Zug. Oh Gott, wenn ich jetzt ganz runterspringe, ne? Oh Mann. Oder von hier auf die Plattform unter mir? Geht das? So ein kleiner Curved? Ich will nicht ganz runterfallen. Das wäre Bruch. Zum Zug schaffe ich auf gar keinen Fall. Mann, das ist doch Schwachsinn. Verkackt ist es jetzt sowieso schon. Ich will nicht ganz runterfallen, aber ich will... Ich könnte da unter mir auf die Plattform springen, aber ich weiß nicht, wie es von da aus weitergeht. Auf diese braune Insel da, ne? Das mache ich. Ja, es war ein weiter Fall, muss man klar sagen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Wenn ich den Sprung nicht schaffe, bin ich weg. Das schafft er. Ich glaube an ihn. Ach du Scheiße. Ja, das ist scheiße. Hier auch noch vorbei. Hier auch? Auf den Gleisen wieder. Okay. Super nice erste Experience jetzt hier von dem Game. Wir sind unten. Wir sind quasi unten. Ja. Sehr gut. Wieder am Anfang. Aber wir haben Eindruck bekommen. Es hat mir Spaß gemacht. Gestorben bin ich jetzt, weil man da hinspringen konnte, wo eine World Border war. Das war einfach schwachsinnig, da kann ich nichts für. Ich probier's nochmal, jetzt weiß ich, dass es da nicht lang geht. Ich kann mir vorstellen, dass ich das Game schaff. Alarm am Anfang gesagt, ich werde komplett wegbrechen und ich schaff das Game nicht. Ich schaff das Game, oder nicht? Also das Game ist 500 Millionen mal besser als Alt F4. Das war ein komplettes Drecksgame. Aber das? Ganz hoch? Du warst überraschend gut, ohne Spaß. Niemals, du wirst die Luft verlieren. Das waren keine 5%. Eli hat's geschafft, dann muss ich das auch schaffen. Du warst besser als Sebo. Guck, für die Zeit echt gut. Ich kam schnell rein.